Sieht mir aus nach ohne Zwischenfälle erreichen. Ferdok Praios-Platz, Kosch und Umgebung. Der große Fluss ist der längste Strom Aventuriens und die Lebensader Ferdoks, habe ich das nicht schon mal vorgelesen? Er erstreckt sich über deutlich mehr als 1000 Meilen und durchquert seinen Weg zum Meer der sieben Winde insgesamt 6 Provinzen. Ich glaube, das hatte ich sogar schon mal vorgelesen. Tja. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ich bin gespannt. Tötet mal die Wolfsratten in meinem Keller. Eine schöne hakende Videosequenz. Oha, das sieht nach Arbeit aus. Die ganze Stadt. Einen Augenblick. Haltet ein. Oh nein, jetzt will er nicht mitmachen, weil er seine Prüfung. Was gibt es denn dran, Dorn? Wie es aussieht, werden die Tore von der Stadtgarde bewacht. Verstehe nicht, wir haben die Sache mit dem Diadem doch geklärt. Naja, das ist so. Vor einiger Zeit gab es eine schrecklich dumme Verwechslung zwischen mir und einem Hochstapler namens Danor. Seither bin ich in Ferdok gesucht. Ich kann auch immer nicht verstehen, wie es dazu kommen konnte. Und das sagt er erst jetzt? Ich wollte euch nicht mit unnötigen Einzelheiten belasten. Irgendwie komme ich schon ungesehen in die Stadt. Viele Wege führen zum Ziel, wenn man die nötige Übung hat. Irgendwie habe ich kein gutes Gefühl, wenn ihr so zuversichtlich seid. Seid unbesorgt. Wir treffen uns in der Grafenstadt am großen Platz. Lasst mich also nicht zu lange warten. Ach, du wirst eh warten. Und du, Rulana, versuche mich nicht allzu sehr zu vermissen. Auch wenn mein Herz einer anderen gehört, werde ich dein zartes, einfühlsames Wesen nie vergessen. Verschwinde, du halbes Hemd, sonst mache ich dir Beine. Adieu. Bis später in der Grafenstadt. Macht euch keine Sorgen. Bis dann. Den sehen wir nie wieder, außer im Gefängnis. Na gut. Offen. Na, wenigstens haben wir nur 2 Quests ins Fehlgeschlagen. Halt! Ich kann euch nicht passieren lassen, wenn ihr keine schriftliche Genehmigung vorzuweisen habt. Zöllner Nanduin Avestreuer hat mir einen Passierschein ausgestellt. Hier, seht selbst. Gut, scheint in Ordnung zu sein. Ich werde euch die Liste der vertrauenswürdigen Personen eintragen, dann benötigt ihr den Passierschein nicht mehr. Ihr müsst verstehen, in Ferdok hat sich eine Reihe grausamer Verbrechen ereignet. Alle, die die Stadttore passieren wollen, werden streng kontrolliert. Das erklärt die Schwierigkeiten, die ich auf meinem Weg bisher hatte. Ich bin der Einladung eines guten Freundes gefolgt, um ihn hier zu besuchen. Ich kenne Weg 10 mir noch nicht genau. Könnt ihr mir vielleicht helfen? Ardo von Eberstamm ist sein Name. Mal sehen. Hat euer Freund in seiner Einladung eine Örtlichkeit benannt? Sicher. Hier in diesem Brief. Aber lest selbst. Ah, am Breiersplatz. Das ist nicht weit von hier. Geht dort drüben über die Brücke und folgt dann dem Weg hinauf. Dieser bringt euch direkt zum Breiersplatz. Habt Dank und auf Wiedersehen. Alles andere entdecken wir selber. Die Ehre bietet dies. Immerhin verdanke ich es auf seine Einladung, dass ich so schnell hierher gelangt bin. Ach, das ist mir doch wurscht. So. Ja, danke für diese Quest. Ich werde mich erstmal umschauen. Äh.
Pöbel! Stell dich gefälligst zur Seite, wenn Kastan Wagnitz seines Weges kommt. Verzeiht, edle Herren. Was seid ihr denn für eine armselige Gestalt? Boah, auf die Fresse. Habt ihr allen Ernstes geglaubt, dass ich mit jemandem eures Standes spreche? Na los, traut euch gefälligst. Macht Platz und belästige uns. Was für eine Frechheit, mit 10 Kastan Wagnitz anzusprechen. Und fort dieses Gesocks. Selbst die Gosse ist besonders anschauen, um zu nutzen. Schon gut, Ferio. Ich bin sicher, er hat seine Lektion gelernt. Ihr habt ja recht, Kastan. Aber diese dummen Bauern, die einfach nicht wissen, wen sie vor sich haben, lasst mich immer wieder. Den werde ich irgendwann noch. War das jetzt hier richtig? Achso, da oben ist doch ein grünes Fragezeichen. Städter, Städterin. Stuttgart ist Wurzler. Warum ist hier zu? Okay, wer nicht. Moment, wir entfernen uns von dem Fragezeichen. Und wieder die Straße lang. Ein Fass. Wenn wir schon in der Stadt sind, dann... Was war das denn jetzt? Angesehen, der Todesblick. Paff. Wenn wir schon in der Gruppe fährt. Okay, schade, ich kann nicht reiten. Oh weh, was mache ich nur? Kann mir denn niemand helfen? Was haben wir denn für eine Quest? Entschuldigt bitte. Könntet ihr mir helfen? Um was geht es denn, guter Mann? Ach, ich bin beinahe über einen dieser dummen Hühner gestolpert. Dabei habe ich meinen Glücksbringer, meinen alten Handschmeichler, verloren. Er müsste in die Kanalisation gefallen sein. Ich traue mich hier gar nicht weg. Wer weiß, welches Unglück mir sonst als nächstes widerfährt. Könnt ihr ihn nicht für mich zurückholen? Ich werde sehen, was ich tun kann. Ein wenig Geduld werdet ihr aber schon haben müssen, denn so leicht wird euer Handschmeichler sicher nicht zu finden sein. Oh, vielen Dank. Ich werde mich hier nicht fortrühren, bis ihr meinen Handschmeichler gefunden habt. Ja, ich werde zuerst andere Sachen machen. Kräuterfrau Ackerbolz. Tretet näher, frische Kräuter aus Armestreu. Ja. Zeigt doch mal, was ihr so an Kräutern habt, gute Frau. Oh, vielleicht hätte ich die mal ausrüsten sollen. Na komm, du kriegst jetzt die Fellfetzen. Viel Spaß damit. Alle mal hergehört. Auch ein paar Fellfetzen, auch ein paar Wolfspfoten, ein paar Wolfsfelle, Wildschweinfelle. Schön, dass wir gesprochen haben. Danke für deine Kohle, also dein Geld. Städte. Was ist das? Schankmaid. Helles Pferdocker, frisch vom Fass. Nö. Danke. Städter. Moment. Nein. Da. Geht bitte weiter. Dieses Haus ist per Dekret der Stadtwache nicht zu betreten. Was? Nicht zu betreten, was soll das heißen? Mein Freund Ardo von Eberstamm wohnt hier. Ich muss euch leider schlechte Kunde tun. Euer Freund wurde ermordet und am Hafen aufgefunden. Wir durchsuchen gerade das Haus nach weiteren Hinweisen zu der Untat. Es besteht nahezu kein Zweifel mehr, dass auch ein weiteres Opfer einer Reihe von Morden ist, die in Ferdok zurzeit in Unruhe versetzen. Ich darf euch keinen Zugang zum Haus gewähren, solange die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind.
Das kann nicht sein, er hat mir erst kürzlich noch einen Brief geschickt. Ich solle ihn hier in Ferdok besuchen, schrieb er. Und jetzt soll er tot sein? Ich begreife das alles nicht. Das kann nicht wahr sein. Ich will alles über diese Morde wissen. Es tut mir schrecklich leid um euren Freund, aber ich kann euch nicht weiterhelfen. Selbst wenn ich wollte, die Untersuchungen der Morde sind Verschlusssache der Stadtgarde. Irgendjemand muss doch Auskunft geben können, verdammt. Ich könnte mich doch nicht einfach so stehen lassen wie der hergelaufenen Pöbel. Verzeiht, es war nicht meine Absicht, euch zu beleidigen. Die einzige, die euch im Augenblick behilflich sein könnte, wäre die Hauptfrau unserer Stadtgarde, Vala Dockenschmied. Sie leitet die Untersuchung der Mordserie. Sie sollte am Wachhaus sein, nicht weit von hier entfernt. Ich zeichne euch den Standort auf eurer Karte ein. Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als sie aufzusuchen. Auf bald, Wache. Seid ohne Sorge, Maxim. Egal, was auch geschehen mag, ich werde euch bei der Suche nach dem Mörder eures Freundes helfen. Dies schwöre ich bei der Ehre Rondras. Ich danke euch, Rulana. Kommt, gehen wir. Grato Helmbrecht, zu euren Diensten. Ich habe Rüstungen aller Art. Gute Rüstungen? Soldatenstiefel. Was bringen die? 2-2. Das hab ich. Oh. Ach, Moment. Das ist sie. Er aber auch. Sonst keine Stiefel? Dann nehmen wir die. Handschuhe hast du nicht. Ledern Maschinen, was hast du da? Linker Arm, rechter Arm. Habe ich überhaupt Armschienen? Nö, nehmen wir die mal. Dann Söldnerhelm ist 3 und was haben wir hier? Tellerhelm ist 2. Ne, die brauchen wir nicht. Lederkappe ist 2, brauchen wir auch nicht. Beinschienen. Brauche ich überhaupt Beinschienen? Linkes Bein, rechtes Bein. Handel abschließen. Erstmal ausrüsten hier. Hier. Soldatenstiefel. Genau. Die anziehen. Okay, das wäre eigentlich egal gewesen. Das war dumm. Kann von diesem Geschlecht nicht getragen werden. Wofür habe ich die teuren Viecher dann gekauft? Verdammt nochmal. Hätte mich erst erkundigen sollen. Ech. Amazone voraus. Ich nehme die Sache in die Hand. Ach, dann ebenso. Ja. Dann können wir den nochmal ansprechen, ja. Und dann verkaufen wir mal was. Nämlich die Schnürstiefel, die Leder. So, dann das Messer. Die Äpfel. Haarnadel. Die Streitachs kann auch weg. Ich mach das schon. Was hast du? Ein Messer. Ein Haumesser, ein Entermesser, Stulpenstiefel und noch ein Messer.
Damit hätten wir wieder ein paar Dukaten. Was bringst du? 2, 2, 2, 2, 1, 1. So, haben wir schon bessere Sachen. Herzlichen Dank. Von dir habe ich alles. Ja. Ja, wir sollen ja jetzt der Unglücksrabe finde den Handschmeichler, genau. Und gehe zur Wachstation und sprich mit Bala. Ich allerdings für meinen Teil werde jetzt hier einen Cut machen. Und würde sagen, die nächste Aufnahme ist dann ja demnächst irgendwann. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.